Moin Leute, hier zurück bei Destiny und jetzt hier mit meinem super Engramm-Tag, beziehungsweise, ja, ich habe jetzt meine Engramme voll, meine 10 Glanz-Engramme und jetzt wollen wir die erstmal öffnen und schauen, was rauskommt. Ich habe das ganze Zeit gespart und das ganze Zeit gelootet und gelevelt, jetzt 2,5 Tage, wenn ich Zeit hatte, hatte ich gezockt. Das ist natürlich auch ganz schön anstrengend, wie man es vielleicht weiß. Ja, immer heroische Aktivitäten, dann Strikes hier, dies, das, dann mal ein bisschen Boost hier, ein bisschen Boost da und jetzt habe ich hier... Ja, schöne ganzen Gramme zum Öffnen. Da fangen wir schon mit dem ersten jetzt an, würde ich sagen. Dass es nicht so lange dauert. So, das kann drinne sein. Mal schauen, was man kriegt. Sommergewitter, okay. Und roter Zwerg. Also hoffentlich kriege ich gute Sachen mit den 10 Gramm. Da habe ich echt lange gefarmt jetzt. So. Mal kurz mal hier zu Test gehen, damit ich das öffnen kann. Gekauft ist nichts, wie gesagt. Dann habe ich alles gelootet und gelevelt und gefarmt. Also... Da steckt Zeit drinne. So, was haben wir da gekriegt? Ab mit dir ins neuen Sparrow, okay. So, ab mit dir. Gucken, wie der aussieht. Kann ich ja gleich schon mal reinnehmen dann. Okay, sieht ja nicht so wirklich toll aus, aber ich nehme den rein, natürlich legendär. Und sonst gab es nicht so tolle Sachen, das ist schon mal enttäuschend. So, ich gehe mal eben kurz raus und wieder rein. Ich weiß nicht, was das bringt, vielleicht wird das in die 1 auch ganz oft gemacht. Ich mach's einfach. Alles steht zum Verkauf. Müssen wir mal neu lädt, ob es bringt, weiß ich nicht. Ich mach's einfach, wie gesagt. So, neuen Helm gekriegt. Helm des Optimats, okay. Mit Brauchst du ein paar Hochlevel, ne? Oder einen neuen Look? An hier, hoch über die Menschheit. Wachen wir, okay. So sieht das Ding aus, eigentlich ganz cool. Wir haben alles da, also. Natürlich erstmal alles behalten und sonst auch einen Tresor packen, ne? Mobilität, Verbesserungsmodifikation und Restaurativmodifikation, okay. Ja, bis jetzt kam noch nichts Überzeugendes raus, Mädel. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Das bin ich beleidigt. Was kann ich für dich tun, Hüter? Also ein paar Exotics wollte ich schon haben. Und ein Geist, okay. Besuch mich ja, das nervt jetzt vielleicht, weil ich mal rein und rausgehe, aber Polizei mach ich es mal lieber. Honigwabenhülle. Vergeister die Hexen gonale Formen mögen. Was? So sieht das Ding aus. Sehr schön metallisch. So, was kann das Ding? ETZ-Ressourcenfinder. Okay. Spüre Ressourcen innerhalb eines 30 Meter Radius in der ETZ auf. Ja, auch nicht so toll. So, dafür habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit gespielt. Das Everversum steht dir zu Diensten. Was ist los? Wieso kommt da nur Pillepalle raus? Danke, soll das? Dass du beim Everversum eingekauft hast, enttäuscht. Hüter. Für Exotics haben. Mutige Hülle, Geisthülle. Für Geister, die mutige künstlerische Statements mögen. So sieht's aus. Wir haben die Rotlegion vertrieben. Bieröffner angebaut, schon mal gut. So, Nessus Depotfinder und dann hier Nessus Ressourcenfinder. Lass dich von den ganzen Neuerungen nicht ablenken, Hüter. Also wirklich jetzt, ne? Es ist immer schön, dich zu sehen, Hüter. Schiff, okay. Aber wieso alles legendär, Mann, Leute? Ich fange an zu heulen. Die ganze Zeit so viel gespielt hier, so viel gewartet, nicht aufgemacht und jetzt sowas. Kardinal 1. Ja, Mädchenschiff eigentlich. Lass dir ruhig Zeit. Nicht, Entschuldigung. Ich kann warten. Hütergrün, was haben wir denn? Das Veteran, Flair. Achso, keine Ahnung. Nee, ne? Achso. Hier ein paar Sachen an. Achso, hier neues Emblem ranbauen und so, alles klar. Und eine Farbe kann ich auch nehmen. Erstmal mal so, ne? Umbau eines Schiffs der Echo-Klasse, das nur auf eine Sache ausgelegt ist. Geschwindigkeit. Ja gut, das nehme ich mit. Wenn ich da schnellere Ladezeiten habe, dann bin ich dabei. So, was haben wir kann hier? Ich für dich tun, Hüter? Wie viel haben wir noch? 5? Oh, Schäft schon geöffnet, ey. Naja, gut. Und danke ich. Kleines Geschenk mit Glanzstaub. Ich habe Glanzstaub gekriegt. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Okay, wie viel habe ich denn jetzt? Wie viel Glanzstaub? Brauchst du ein paar Gesten, Hüter? Wird aus Glanzengramm oder durch zerlegende Objekte darin gewonnen. Okay, 250 jetzt. Ja, das ist ja... Willkommen beim Everversum. Enttäuschend. So, bitte einmal jetzt nehmen wir mal was Exotisches. So, Jorna oder Jorna. Ein Schiff. Überholtes Schiff der Nautilus-Klasse, gebaut für lange Ausflüge von der Erde oder noch weiter, wenn du nicht mehr nach Hause willst. Ja. Ich bin sehr enttäuscht gerade. Sehr enttäuscht. Ich mach jetzt einfach mal so. Nee, warte mal. Danke, dass du beim Everwell. Oder muss ich vielleicht doch drinnen bleiben? Ich weiß es nicht.
Oh, was Exotisches. Ausflippen gehst du? Oh, nee, eine Geste braucht doch gar nicht. Danke, dass du beim Everversum eingetaucht bist. Ja, mein erst Exotik und dann ein blöder Tanz. Gucken wir uns trotzdem mal an. Ausflippen, ja, könnte ich auch bei der Dämmerung. Achso. Ja, so sieht's aus, meine Freunde. Ja, das Emote kann ich öfters gebrauchen jetzt gerade, vor allem bei den Engrammöffeln hier. Mann, sehr enttäuschend. So, vorletzte. Sehnenschnelligkeit. Oh, bitte. Bitte was? Wir haben alles da, also keine Eile. Ich kann erst klar denken, wenn ich schneller als 200 Klicks pro Stunde bin. Aridane Griss. Die Rotlegion hat es für mich schwieriger gemacht, an meine Lieferungen zu kommen. Aber ich schaffe das schon. Ja, setze ein Gramm, kam nichts Tolles bei raus. Was kann ich für dich tun, Hüter? Ja. Mega blöd. Ja, noch eine Geste. Sonst nur Mumpitz. Aber ich gucke nochmal an der Poststelle nach, weil es bestimmt auch einiges drin gelandet. In Bearbeitung. Achso, mein 1 Gramm habe ich noch. Das mache ich da auch nochmal kurz auf. Zum Ende hin, hoffentlich kommt da was Gutes raus. Ich brauche noch einen guten Raketenwerfer. Ja, sonst gab es eigentlich nur Blödsinn. So, Emote. Totstellen. Ja, es passt alles zu meinem Loot, was ich gerade gekriegt habe. Ich dachte, da kommt mal richtig was Gutes raus. Als Belohnung, dass ich jetzt hier mehr oder weniger 200 Tage jede freie Zeit in Destiny investiert habe. Und es ist nichts. Naja. So ist Destiny. So ist das. Nun, Titan, schauen wir mal, was wir hier haben. So, machen wir das nochmal eben auf. Terror-Concord-Zeichen. Na, auch nicht so geil. Ja, toll, habe ich schon. Ja, der Loot lässt zu wünschen übrig. Ich zeige nochmal kurz meinen Char. Soweit bin ich jetzt nach 2,5 Tage. Alle Fokusse freigeschaltet. Dann hier Skate-Lock oder wie das Ding heißt. Dann Kaltherz gelevelt. Ja, so sieht es im Moment aus. 266, hat auch etwas gedauert. Jetzt kommt demnächst noch die Dämmerung. Da muss ich auch noch hier was Höheres kriegen. Ja, farmt heroische Strikes oder eher gesagt heroische Events und geht mit Strikes. Spielt ein bisschen Dämmerung, wenn ihr Bock drauf habt. Überlegt euch deine Taktik und geht immer mit dem Fireteam los. Allein ist nicht ein bisschen langweilig. Aber sonst wird noch weiter gefarmt. Aber wie gesagt, sehr enttäuschender Loot im Moment. Bin ich nicht mit zufrieden, aber kann ich es nicht ändern. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Tschüss.